Ja, hallo zusammen. Schon sind wir beim letzten Video unserer SQLite-Reihe. Das ist noch nicht das letzte Video für den Grüngurt. Ich weiß nicht, wann ich dazu kommen werde, die anderen Themen für den Grüngurt zu definieren, aber lasst euch einfach überraschen. Ja, worum geht es in diesem Video? Wir wollen uns um das Thema Upgrade kümmern. Wie immer am Anfang der Videos ein paar allgemeine Infos. Die Infos findet ihr wie immer unter codeconcert.de. Unter anderem dieses Arbeitsdokument Anwendungsprogrammierung Android Kurs 3.1 SQLite. Und ihr solltet neben dem Gelb- und dem Orangegurt auch dieses Dokument bis Kapitel 5 schon durchgearbeitet haben, damit ihr versteht, worum es hier eigentlich geht. Dieses Dokument ist als PDF-File zugänglich und zwar auf meiner Homepage. Und könnt es euch runterladen, ausdrucken und damit arbeiten. Worum soll es heute gehen? Wir kümmern uns um das Thema Upgrades. Upgrade heißt im Zusammenhang von SQLite-Datenbanken, ich habe in einer App eine Tabelle oder eine Datenbank mit einer Versionsnummer versehen, in dem Fall die Version 1. So wie ich es initial in meiner allerersten App geplant habe. Ich rolle das Ding raus, alle User haben das Teil und jetzt komme ich mit einer neuen Version meiner App. Das ist erstmal kein großes Problem für die Datenbank, es sei denn, in dieser neuen Version ändert sich die Datenbank oder eine Tabelle, mindestens eine Tabelle, strukturell. Das heißt, ich muss jetzt mit einer Version 2 ins Rennen gehen. Das Ganze kann ich jetzt so realisieren, dass Android erkennt, dass wir jetzt nicht mehr in der Version 1, sondern in der Version 2 sind von der Datenbank und ruft somit automatisch die On-Upgrade-Methode auf. Und diese On-Upgrade-Methode ist jetzt dafür zuständig, die Datenmigration vorzunehmen. Hier für mein einfaches Beispiel habe ich gesagt, ich habe hier in der Version 1 Name Value jeweils Punkt getrennt. In der Version 2 ist mir aufgefallen, dass es nicht so schlau ist, sondern dass ich hier idealerweise First Name und Last Name habe. Ergo brauche ich jetzt irgendeine Funktionalität, die mir aus diesem Punkt getrennten String diese beiden Werte macht. Ich gebe zu, in der Realität kommt das in der Form wahrscheinlich nicht vor, aber als Beispiel ist es ganz brauchbar. So, jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt auf die nächste Version gehe, sagen wir mal die Version 3, brauche ich natürlich wieder eine Möglichkeit, von Version 2 auf Version 3 meine Datenmigration vorzunehmen. Das reicht aber noch nicht. Ich muss zusätzlich noch davon ausgehen, dass es Apps da draußen gibt, die noch in der Version 1 laufen. Das heißt, ich muss jetzt auch sicherstellen, dass jeder User, der noch die Version 1 meiner Datenbank hat, die Daten auch sauber in die Version 3 migriert. Und je höher meine Versionsnummern werden, umso höher werden natürlich die Möglichkeiten, die entsprechend hier auftreten können. Ihr könnt eventuell noch über irgendwelche Google-Statistiken feststellen, wie viele von der alten Version noch unterwegs sind, also von der alten App-Version. Trotz allem, grundsätzlich gilt, ich muss mir genau über diese Situation Gedanken machen. So, in diesem Video werde ich mir nur Gedanken machen über die Migration von Version 1 auf Version 2. Und wer das kapiert hat, der wird die anderen entsprechend auch hinkriegen. Insofern können wir jetzt loslegen. Wir haben ja schon die On-Upgrade-Methode kennengelernt. Ich glaube, es war im allerersten Video. Und das ist die Version, die aufgerufen wird, oder die Methode, die aufgerufen wird, wenn Android eine App startet, in der App bei Get Readable oder Writable Database feststellt, hoppla, hier gibt es schon eine Datenbank und die Version dieser Datenbank ist eine ältere als die Version, mit der ich jetzt aktuell laufe. So, das heißt, es wird on upgrade aufgerufen und entsprechend die Parameter Old Version und New Version übergeben.
Im Prinzip ist für mich jetzt, wenn ich davon ausgehe, dass wir immer eine neuere Version haben als die, die wir vorfinden, nur der Wert für Old Version interessant. Das heißt, ich sage jetzt, wenn die alte Version, sprich die Version, die aktuell auf dem Gerät existiert, eine ältere ist, in dem Fall jetzt Case 1, also Version 1, wir jetzt aber mit der neuen App auf Version 2 liegen, dann muss ich aufrufen Upgrade von Version 1. Das ist eine Methode, die schreibe ich selber. In der Methode werden alle notwendigen Schritte unternommen, um eben diesen Upgrade durchzuführen. So, diese Methode ist erstmal relativ einfach. Sie heißt natürlich so wie die Aktion, die durchgeführt werden muss. Als Parameter kriege ich eine SQLite Database, mit der ich meine Aktion durchführe. Und ja, dann schauen wir uns mal an, was wir brauchen. Als allererstes hole ich mir oder generiere ich ein SQL-Statement, das mir die Tabelle, in der die Daten liegen, die jetzt in der alten Struktur vorliegen, einfach umbenennt. Das heißt, ich kann jetzt meine Tabelle einfach, ich habe jetzt hier entschieden, dass ich sie mit der ursprünglichen Name und dann underscore temp entsprechend umbenenne und mit diesem Namen werde ich jetzt weiterarbeiten. Das heißt, die ursprüngliche Tabelle, die, wie auch immer sie jetzt hier in unserem Contract, unsere Contact-Klasse formuliert wurde vom Namen her, existiert nicht mehr, sondern sie hat jetzt einfach einen Namenszusatz temp bekommen. So. Jetzt führe ich das Ding aus. Und zwar, ich mache jetzt meine Umbenennung mit execsql. Also das war ja unsere Methode von SQLite Database, die mir ganz einfache strukturelle SQLs ausführt. Das wird ausgeführt. Jetzt existiert meine ursprüngliche Tab-Users-Tabelle nicht mehr und jetzt kann ich sie neu erzeugen. Dran denken, wir sind jetzt in der neuen App, in der neuen Struktur der App. Das heißt, dieses Create-Tab-Users-Statement wird jetzt natürlich die neue Struktur anlegen, wenn wir uns an unser Beispiel erinnern, in dem nicht mehr der Name punktsepariert Vor- und Nachname existiert, sondern wo ich Vor- und für Nachname eine eigene Spalte habe. So, jetzt ist alles geschaffen. Ich habe meine alten Daten sozusagen gesichert in einer Temp-Tabelle. Die neue Tabelle habe ich erzeugt und jetzt kann ich anfangen, die Daten rüber zu schaufeln. Um das zu machen, habe ich mich jetzt hier dafür entschieden, mit einem String-Array zu arbeiten. Man kann es auch mit reinen SQL-Mitteln machen, dass ich das rüberschicke. Nur ich habe mich jetzt hier für diesen Weg entschieden, um die einzelnen Schritte etwas deutlicher eben zu machen. Und vielleicht ist der ein oder andere dabei, der jetzt nicht der SQL-Freak ist, und dann machen wir es eben mit Java-Mitteln. So, das heißt, in diesem String-Array, data_old, speichere ich alle Werte, die ich in der Temp-Tabelle jetzt finde, zwischen. Und von dort schiebe ich sie dann in die neue Tabelle rein. Gut, dann schauen wir mal. Gut, als erstes muss ich natürlich gucken, dass ich die Daten aus der Temp-Tabelle raushole. Also aus dieser Temp-Tabelle hole ich mir die IDs raus und die Daten, die jetzt in dem Fall nur in dem Name Value, in der Name Value Spalte liegen. Dieses SQL führe ich jetzt aus, so dass mein Cursor auf die Daten zeigt, das, wie wir es im ersten Video ja auch gesehen haben, und dann prüfe ich auch hier, ob der Cursor da ist und ob überhaupt Daten vorhanden sind, sprich Move to First wird ein True zurückgeben. Jetzt kann ich mein Array, mein String Array initialisieren. Ich weiß jetzt, wie viele Daten ich tatsächlich habe. Über dieses GetCount weiß ich jetzt, wie viele Datensätze zu erwarten sind. Und hier schaffe ich mir jetzt Platz für drei Werte. Drei Werte deswegen, weil ich brauche die ID, dann brauche ich meine NameVal Vorname und dann auch aus dem NameVal meinen Nachnamen. Das macht drei Werte. So. Jetzt lese ich den ganzen Kram aus. Das mache ich in einer Schleife. Und zwar hier in der Do-While-Schleife, so wie wir es im ersten Video auch gesehen haben, mit Move to Next
iterieren wir unseren Cursor durch die einzelnen Datensätze. Als erstes holen wir uns die ID, die steht an Position 0 und zwar deswegen, weil wir hier an der ersten Position unseres Selects die ID haben. Das heißt, ich hole mir aus meinem Cursor den allerersten Wert und packe den in mein Data-All entsprechend rein. So, als nächstes hole ich mir die Name-Values. Das mache ich jetzt einfach so, dass ich sage Cursor getString 1, das ist mein Name-Value hier. Und hier vereinfacht es einfach Split mit einem Punkt. Ja, Backslash, Backslash deswegen, weil wir das als regulären Ausdruck anerkennen und der Punkt entsprechend als literal interpretiert werden soll. Gut, jetzt muss man natürlich dazu sagen, das ist jetzt vom Error Handling jetzt nicht wirklich ausgereift, aber für unser Beispiel soll das reichen. Für eine reale Praxisanwendung müssen wir natürlich immer überlegen, welche Situationen können vorkommen und da wird dieser Schritt durchaus etwas komplizierter sein, aber für unser Beispiel soll das ausreichend sein. So, und jetzt schreiben wir die beiden Werte einfach rein und zwar eine Position 1 und 2 meines String Arrays. Zum Schluss schließen wir noch den Cursor, damit wir die Ressourcen entsprechend freigeben, aber ich glaube, das ist jetzt auch wirklich keine wirkliche Neuigkeit für uns. So, nächster Schritt, wir gucken, ob wir überhaupt Daten drin haben, sprich, ob wir durch diese Routine überhaupt sauber durchgelaufen sind. Das heißt, wenn DataAlt ungleich null ist, dann haben wir tatsächlich Daten gefunden. Wir gehen mit einer Schleife durch dieses komplette Array durch und müssen jetzt gucken, dass wir die Daten entsprechend rausholen. Dazu brauchen wir natürlich jetzt wieder für unser Insert ein Content-Values-Objekt und hier packen wir jetzt einfach unsere Werte rein. Und zwar als allererstes natürlich unsere ID, das haben wir in unserem String Array auf der Position 0 abgelegt, dann First Name Val, das ist jetzt ein neues, die neue Spalte für ein First Name, dort ist der Punkt 1 drin und Last Name an der Position 2 unseres Arrays. Und so setzen wir unsere Werte Schritt für Schritt in unser Values Objekt rein, mit dem Insert packen wir das jetzt auf die Datenbank und damit sind die Daten in die neue Tabelle rüber migriert worden. Am Schluss kümmern wir uns natürlich noch darum, dass die alte Datenbank verschwindet, oder die alte Tabelle verschwindet, die mit dem Namenszusatz temp. Und wenn dieser Schritt dann durchexerziert wurde, dann haben wir sämtliche Migrationsaktionen durchgeführt. Hier sollte jetzt auch nochmal klar sein, dass wir unsere Datenbankaktionen in einem eigenen Thread absetzen sollten. Das heißt, wir haben ja gelernt, dass wenn diese GetReadable oder GetWritable Database, wenn diese Anfrage ausgeführt wird, dann wird geprüft, ob eben ein Upgrade durchzuführen ist und wenn ja, dann würden diese ganzen Aktionen eben durchzuführen sein von dem Android-Gerät und das sollte man sich vorstellen können, dass das durchaus bei großen Datenmengen eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt und deswegen muss das Ganze in einem eigenen Thread ablaufen. So, zum Schluss noch ein kleiner Hinweis für ein kleines Tool, das fleißige Leute geschrieben haben und freundlicherweise ins Internet gestellt haben. Und zwar ist es ein SQLite Manager Plugin. Und zwar ist das Ding dafür da, dass ich direkt die Daten, die in meiner SQLite Datenbank drin sind, sehen kann. Ja? Ich habe es rausgefunden oder ich habe es unter dieser Webadresse gefunden, sollte das Ding nicht mehr aktuell sein, was durchaus sein kann, dann googelt das Ding einfach und dann findet ihr mit Sicherheit die aktuellen Links, um das Ding runterzuladen. Was ihr
bekommt, ist ein Jar-File und dieses Jar-File packt ihr in euer Eclipse-Verzeichnis unter Drop-Ins. Also hier bei mir habe ich jetzt hier das Ganze unter dem Bundle-Ordner, dann Eclipse und dann Drop-Ins. Und dort lege ich jetzt dieses Jar-File, was ich mir da aus dem Netz geladen habe, runter oder lege es rein und danach wird Eclipse restartet. So, dann starten wir den DDMS, der Dalvik Debug Monitor Server. Das ist dieses Symbol. Solltet ihr es nicht finden, dann unter, ich glaube, Window und dann Perspective findet ihr das Ganze dann. So, und in diesem Ding machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen auf den File Browser und suchen uns unter unserem Element, also unserem Package-Namen, den Ordner Databases. Der Ort ist erstmal Data, dann Package-Name, dann Databases und dann hier unser Name. So, jetzt kommt ein kleiner, unschöner Punkt bei diesem Tool. Und zwar müsst ihr eure Datenbank nach einem ganz speziellen Namen benennen, und zwar muss die Datenbank DB heißen. Das heißt, diese letzten zwei Buchstaben nach dem Punkt müssen DB heißen. Das heißt, wenn ihr eure Datenbank benennt, dann muss genau das erfüllt sein, sonst wird dieses Plugin nicht funktionieren. Was ihr dann macht, ihr klickt hier auf der linken Seite auf den Emulator, dieses Teil hier, und hier entsprechend auf dieses File und dann könnt ihr auf das Datenbanksymbol klicken. Das ist dieses Ding hier. Das ist durch dieses Plugin hier drauf gewandert und das sorgt dafür, dass ihr beim Klick diesen Bildschirm hier seht. Der entsteht dann unten. Da habt ihr dann den SQLite Manager. Und hier könnt ihr mit dem Tab Browse Data eure Tabelle auswählen und seht dann hier die Namen. Hier in dem Fall noch die alte Version, die 1er Version, wo wir eben Name Values haben und hier unsere Werte getrennt haben. Kleiner Hinweis, sollte das Ding nicht aktiv sein, schaut euch den Datenbanknamen an, dann heißt er wahrscheinlich nicht .db. Und zweiter Punkt, wenn das Ding nicht sauber startet, dann habt ihr wahrscheinlich im vorigen Fenster vergessen, den Emulator anzuklicken. Das war zumindest bei mir der Fall. Alle anderen Fehler müsst ihr dann entsprechend übers Netz lösen. Aber bei mir hat es durchaus sehr, sehr einfach und einwandfrei funktioniert. So, dann haben wir das Thema Upgrade auch abgehandelt und jetzt müsstet ihr eigentlich gewappnet sein, in euren Apps mit SQLite-Datenbanken zu arbeiten. Ich mache es bei meinen Apps in der Tat sehr häufig, weil es einfach eine sehr schöne Art ist, Daten strukturiert abzulegen und das empfehle ich jedem. Also fangt nicht damit an, es irgendwie in irgendwelchen Files oder sonst irgendeinen Kram zu speichern, sondern die SQLite-Datenbank ist super für sowas, zuverlässig und gerade auch mit dieser ganzen Update-Geschichte ist es eine sehr, sehr saubere Sache und ich kann es nur jedem empfehlen. So, dann bin ich fertig mit dem Thema. Die nächsten Videos kommen bestimmt, aber nachdem ich auch eine richtige Arbeit habe, kann es durchaus sein, dass es wieder ein paar Monate dauert. Aber bis dahin könnt ihr ja euch ein paar tolle Apps überlegen und die dann realisieren. Bis dahin, ciao, ciao.